herzlich willkommen. Ich danke dir von ganzem Herzen. There's a land still wide on the way to freedom and peace, strong and pure with free spirit. Für den Frieden oder gegen den Kriegsatz? Wir sind mal für den Frieden. Für den Frieden? Ja. Okay. Und da haben die Kinder ein Herz gebastelt. Aha. Und da ist ganz viel Liebe drinnen. Wenn man das wo auflegt, vielleicht geht es dann ganz von selbst, manche Dinge, mit denen man noch im Krieg ist. Das heißt, Friede wird. Das ist eine kleine Spende wahrscheinlich, gell? Nein, süß. Muss nicht sein. Hm. Na, einfach so. Aber das Allerschönste wäre, wenn ich auch noch eine Umarmung her schenken dürfte. Mir? Ja? Ja, das war nett. Wow! Dankeschön. Einen schönen Tag. Danke, gell. Und viel Frieden im Herzen. Dankeschön. Ja, kann ich was machen für die Kinder oder für wen ist da irgendwen? Fürs Basteln fürs nächste Mal. Wir ja, machen eben. Das immer und immer wieder. Ja, wenigstens ein bisschen war es nicht. Ich weiß, du hast aber kurz ein bisschen ein Kleinweg. Danke. Dankeschön. Einen schönen Tag. Ciao. Sind im Frieden unterwegs und haben eine Frage, wie es für Ihnen beim inneren Frieden ausschaut, ob Sie eher für den Frieden sind oder gegen den Krieg? Für den inneren Frieden. Für den inneren Frieden. Und unsere Kinder haben da Herzerl gebastelt und wenn sie wollen, können sie gerne eins rausnehmen und irgendwo hinlegen zu Hause und vielleicht am Abend ein bisschen nachdenken, ob noch irgendwo eine Kleinigkeit zu richten wäre, wo man selber nicht im Frieden ist. Und an diesem Herz vielleicht schauen und transformieren und verändern. Vielen Dank. Eine gute Dankeschön. Zeit. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Dankeschön. Und wenn auch wer vielleicht eine Umarmung haben möchte, wäre ich auch dazu bereit. Eine Umarmung, eine kleine? Selbstverständlich. Ja. Warum nicht? Ah, wunderbar. Für Frieden auf der ganzen Welt. Schöne Zeit. Einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Oh. Viel Frieden. Viel, viel Danke. Bitte gerne. Na, viel Frieden. Da schau. Eine Friedensblume. Na, für Frieden, schön. Für Mensch und Tier. Gerne für die schön. Gauka. Was gibt's denn da Gutes? Nun, danke. Frieden. Weil wir selber den Frieden leben. Und auf die stehe ich. Spricht mir genau die Worte, die Gott euch sagt. Der Frieden beginnt bei euch selber und das wisst ihr schon. Vielleicht können Sie das dem anderen weitergeben. Ja, das so ist einmal. Es, ja? Wir machen das. Viele andere Menschen wissen das gar nicht, dass man bei sich selber anfängt. Ja. Und es ist dann immer so schade, wenn sie gegen die anderen alle sind. Ja. Und da würde ich euch gerne ein selber gebasteltes Herz mitgeben von den Kindern, dass ihr da entweder das selber verwendet. Oder irgendjemandem weiterschenkt. Wissen Sie, was ich mit dem mache? Den bringen die HLW Brauner bei meinem nächsten Dankeschön. Vortrag, dass die Jugend auf den Frieden achtet und euch auch wertschätzt. Gell?
Und da ist eine Mama, der geben wir das Heil mit. Ja. Nein, ich bin, das ist die Ma- also, ich bin ja, meine Mama. Der, wir, ich bin die Godi. Hallo, Leute. Ja, genau. Ich will noch einen umarmen. Ja, natürlich. Schauen wir mal. Warum sind wir hier? Wahrer Frieden kommt von innen. Frieden beginnt in mir. Frieden beginnt in dir. Wir zeigen den Menschen, dass weltweiter Frieden nur in uns entstehen kann. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, Mahatma Gandhi. Gegen den Krieg werde ich keinesfalls demonstrieren. An einer Kundgebung für den Frieden will ich mich jedoch sehr gern beteiligen, Mutter Teresa. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, das verstärke ich. Wie wollen wir Frieden auf Erden erlangen, wenn wir innerlich kampfbereit sind? Wenn wir auch nur die geringste Haltung des Kampfes in uns haben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir bekämpft werden. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg, Mahatma Gandhi. Dieser Aufruf geht an alle Menschen. Völlig egal, welcher Hautfarbe, von welchem Land, von welcher Religion oder welcher Partei. Sei aktiv dabei und mach mit. Frieden weltweit, jetzt! Wünschst du dir Frieden für dich selbst und auf dieser Welt? Dann beginne bei dir selbst. Frieden weltweit. Jetzt. Dass dein Herz dankbar zurückschaut auf all dein Tun und Sein. Ich wünsch dir tiefen Frieden.
vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Ich liebe sie genau wie du, leben wir ohne sie kein Leben. Sie ist in mir, was ich auch tu. Wir sind bei herrlichstem Wetter gut angekommen in Apella und verlieben uns sofort in den mittelalterlichen Liebreiz und Charme dieses kleinen Dörfchens. Wir sind hier im Land der Edelkastanien, die hier jahrhundertelang das Grundnahrungsmittel der Bevölkerung darstellte. Wir entwickeln gerade den Gedanken, ein herbstliches Dörgelen einmal hierher zu verlegen. Ein herrlicher Ausblick direkt von unserem Fenster erfreut unser Auge immer wieder aufs Neue. So, wir fahren jetzt von unserem schönen Quartier in Apella nach Montagna Verde, wo sich unterhalb des historischen Glockenturms das Restaurant der Familie Maffei befindet. Thank you.
Unbedingt müssen wir festhalten, dass wir 7 Abende lang sensationell gut gegessen haben. Luca, der Juniorchef, kocht persönlich. Wir haben den Halbpensionspreis von nur 50 Euro schon als Okkasion empfunden für dieses fantastische Essen, für ein schönes Frühstück und ein wunderbares, komfortables Zimmer mit herrlichem Ausblick. Heute fahren wir in die nahe weltberühmte Cinque Terre. Ein paar polnische Gäste des Montagna Verde haben uns samt ihrem Navi gleich in Schlepptau genommen und haben für uns den Lotsen gemacht. No.
Die Cinque Terre ist ein langer Küstenstreifen nordwestlich der Hafenstadt La Spezia. Die Dörfer und Kleinstädte gehören samt ihrer reizvollen Küstenlinie zum Weltkulturerbe. Es ergeben sich wunderbare Eindrücke für speziell den Reisenden, der sich der Cinque Terre am Wasserweg nähert. Im Restaurant des Agriturismo Montagna Verde kann man zu jeder Tageszeit herrlich speisen. Es würde uns persönlich nicht wundern, falls wir den Luca einmal als Koch des Monats im berühmten Restaurant Icarus des Hangar 7 in Salzburg antreffen werden.
Wir machen einen Ausflug in die nahe und bezaubernde Kleinstadt Lucca, deren Stadtmauer bis heute komplett erhalten ist. In diesem Fall ist offensichtlich der Kameramann weder dieser erstklassigen Schokoladenauswahl noch der hübschen Schokolatierin entkommen. Vivo per lei e non è un peso. Ich